Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Spirit Tracks. Im letzten Part sind wir hier in der Feuerhöhe angekommen, im komplett neuen Gebiet nordöstlich auf der Gesamtkarte. Und auch hier im Geronendorf sind wir jetzt aktuell, wo anscheinend überall diese Lava-Berge sind. Kann ich da eigentlich reinlaufen? Kann ich sogar gar nicht, okay. Also ich dachte jetzt, ich würde Schaden nehmen, aber erstmal nicht. Wir reden erstmal mit den Goronen und gucken mal, was hier los ist. Oh, du bist wohl neu hier, Fremder. Willst du etwa unser Dorf besuchen? Ja, nee, eigentlich gar keinen Bock. So oder so, du kannst jetzt nicht in unser Dorf. Die Lava hat den Zugang blockiert. Wenn du es eilig hast, solltest du mit Kagoron reden. Folge dem Weg da drüben, um ihn zu finden. Kagoron? Kagoron kann mit dem Berg reden. Er bittet ihn gerade, den Vulkan nicht ausbrechen zu lassen. Sei vorsichtig, wenn du gehst. Die Beben machen den Weg zum Altar sehr gefährlich. Okay, ich war sogar schon kurz beim Altar links, aber da kam ich aber auch nicht weiter. Was für eine Eruption. Überall Lava. Mein Opa ist noch im Haus. Ich will zu ihm. Hoffentlich geht's ihm gut. Und du? Die Lava hat den Weg ins Dorf blockiert, Fremder. Der Berg muss zornig sein. Okay, dann gehe ich mal doch wieder zum Altar. Eigentlich war ich da beim letzten Mal eben schon. Aber da stand auch ein Gerone. Ich hab mit dem auch gesprochen, aber der hat seinen Namen nicht verraten. Vielleicht war er das gleich. So, du. Hi. Das Eisen, das wir hier produzieren, nee. Hätte ich einen anderen Weg einfach nehmen können? Ich glaube nicht, weil das sind doch Felsen und ich komme da doch nicht durch, oder? Doch, das geht sogar. Lol. Okay, ich dachte, nee. Scheiße. Ich dachte, ich bräuchte da erst irgendein Item oder so, um da durchkommen zu können, aber es geht doch jetzt schon. Okay. Alles klar. Ja, aber ich werde hier trotzdem so viel Schaden nehmen. Einerseits durch die Felsen. Ah, komm. Ah, komm, ey. Nein! Oh mein Gott. Und andererseits noch durch die herabfallenden Steine. Okay. Nee. Ja, schon ziemlich unfreundlich, das Gebiet hier. Erstmal Schalter. Wie kann hier eigentlich Gras wachsen? Direkt neben der Lava. Okay, eine Brücke. Ja, das dachte ich mir schon. Ich hab mir schon gedacht, warum ist da jetzt überhaupt ein Schalter? Das macht ja gar keinen Sinn. Die Brücke hätte ja auch schon so einfach ausgefahren sein können. Aber es geht auf Zeit. Okay, ich mach's gleich nochmal. Das geht sogar vielleicht jetzt noch nicht. Ich kann das ja später machen oder so. Ich meine, ich kann es ein bisschen mit einer Bombe zeitversetzt machen, wenigstens. Ich will auch erstmal kurz gucken, was da drüben jetzt ist. Ob da noch irgendwas anderes ist, was ich entdecken kann. Aber nee, da ist dann direkt einfach die Brücke. Okay. Also ja, es dürfte, glaube ich, zeitlich schon ausreichen. Ich glaube, selbst ohne Bomben würde es funktionieren. Aber mit Bomben ist noch besser, noch einfacher. Deswegen machen wir das so. So. Jo. Genau, wir haben ja sogar mittlerweile 30 als Maximum, weil wir in den letzten beiden Parts, glaube ich, Bombentaschen bekommen haben. Ziemlich cool. So. Zack. Zack. Das hat jetzt nicht gezielt, weil die Bombe offscreen war, oder wie? Dann scheiß ernst. Spiel. Ja, dann bringt's mir doch nichts. Dann mach ich's halt doch regulär. Zack. Mann, ey, ist das dumm. Wollte ich extra schlau sein und ein bisschen Zeit sparen. Und dann kann man das nicht mal machen. So. Uiuiui, das war knapp. Da ist Link eigentlich schon ein bisschen in der Luft gelaufen. Nicht kaputt, nicht schlagen, nicht schlagen. Aber hat noch funktioniert. Abkürzung durch die Berge hier entlang. Okay. Und was ist hier? Da ist auch irgendein Weg. Hier würde ich nur zurückkommen. Aber warte mal kurz. Ist da noch irgendwas? Nee, ist nicht so was. Ja, da oben sind Felsen. Da oben komme ich also auf jeden Fall irgendwie hin. Ich gehe erstmal den Weg, den ich nicht gehen soll. Wahrscheinlich. Ah nee, das war doch der richtige. Ja stimmt, die Abkürzung ist ja dann eher der Rückweg. Aber ja, du bist, ich hab den Namen schon wieder vergessen. Kaigoron oder so? Huch, ein fremdes Gesicht. Das hier ist ein heiliger Ort für uns Goronen. Du kannst hier nicht einfach rumspazieren. Moment mal, du bist ja noch ein Kind. Bist du allein hier raufgeklettert? Welch außerordentlicher Mut. Mhm, Mut haben wir. Was bist du denn hier? Ach, gar nichts eigentlich. Dann solltest du besser wieder nach Hause gehen. Fremde haben hier nichts verloren. Okay. Ja, ich rede nochmal gleich mit ihm. So. Ich habe nichts hier verloren. Ich bin aus einem bestimmten Grund hier. Was willst du denn? Also, der Feuerschrein. Ich kann ja nicht sagen, wo du ihn findest. Dieses Geheimnis kennt nur unser Dorfältester. Willst du unseren Dorfältesten sprechen? Jo.
Sehr gut, du gibst nicht so leicht auf, das gefällt mir. Ich weiß einen Weg, wie du ins Dorf kommst. Du bist doch Lokführer, oder? Quatsch! Du lügst doch! Du kannst mich nicht täuschen. Du siehst aus wie ein Lokführer. Ich hab dich durchschaut. Ich denke, dein Zug könnte hilfreich sein. Den Rest erkläre ich dir unten. Geh du nur schon mal voraus. Mit dem Zug einfach in die Lavafontäne reinschmettern oder wie? Das hört sich ja nach einem schlauen Plan an. Wenn er das wirklich vorhat. Aber mal schauen. Okay. So, jetzt zurück. Ja, was? Ne, okay, da kamen nur die Felsen raus, da unten. Ist hier was? In dieser Ecke? Da würde ich jetzt eigentlich mal gerne ein Schatzsucherlied spielen. Weil, wisst ihr? Ich meine, ich soll ja eigentlich obenrum mich wieder da an den Ästen entlanghangeln. Aber warum sollte es dann diesen Weg hier überhaupt geben? Der hat ja überhaupt keinen Sinn, dass man hier noch extra entlangläuft. Und das lässt mich stutzig werden. So, wie ging es jetzt nochmal, das Schatzsucherlied? Gut. So. Ah, schade. Wäre ein gutes Versteck eigentlich, weil das ist ja komplett unsinnig, dieser Ort hier, dass man da noch extra entlang laufen kann. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber ist doch nichts. Na gut. So, dann hier entlang. Zack. Und zack. Ah, aber eine Truhe finde ich hier noch. Okay. Ganz ohne Schatzsucherlied. Nämlich weiße Perlen. Okay, jetzt kann ich eben hier einfach nach unten zurückspringen, wenn ich will. Will ich aber nicht. Ich will erst noch hier gucken, was hier noch ist. Weil jetzt bin ich ja schon eine Ebene höher. Zu den Felsen komme ich, glaube ich, jetzt zum Beispiel hin von gerade eben, genau. Hier muss ich das Schatzsucherlied spielen. Ja, also da wette ich jetzt aber, wenn es sogar durch Felsen markiert war, das ist jetzt wirklich so. Halt, so. Das war sogar ziemlich schön. So. Was? Ach komm, das ist aber echt komisch, das blöde Schatzsucherlied. Das ist doch eindeutig, dass jetzt hier was ist. Oder? Das ist so eindeutig. Nochmal, ich stehe nochmal ein bisschen... Vielleicht darf ich nicht auf dem Ort draufstehen, wo die Truhe dann spawnt. Oder so. Das wäre aber richtig dumm, wenn das so wäre. Hier muss was sein. Würde ich alles verwetten. Oder muss ich ein anderes Lied spielen? Das... welches? Das ist die Frage. Oder ist einfach doch ein Loch im Boden oder so? Warte mal. Ich muss jetzt hier noch kurz rumprobieren, weil das kann nicht sein. Komme ich von hier aus noch woanders hin? Das sind noch Büsche. Man kann auch irgendwie da hochkommen anscheinend. Aber da links ist ja überall Lava, also aktuell komme ich da zumindest nicht hin. Das gefällt mir gar nicht. Weglied? Nein. Rettungslied? Wofür braucht man das eigentlich nochmal? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich glaube nicht, dass hier Vögel sind. Aber ich könnte es mal ausprobieren zumindest. Was ist Lied des Lichts nochmal? Habe ich auch keinen Pfeil mehr. Ich weiß bei der Hälfte nicht mehr, was die können. Das war von lila einfach runter. Lila, gelb, lila. Ich probiere noch die beiden. Ich glaube nicht, dass was bringt, aber irgendwas muss doch hier sein. So. Ja, das dachte ich mir. Was war das nochmal für ein Lied eigentlich? Das ist voll schön, das Lied. Ich mag das total. Aber ich weiß gar nicht mehr, was das überhaupt bringt. Keine... Ah, da steht's ja. Okay, Prismen. Genau, bei Prismen kann ich die aktivieren, richtig. Das ist auch komisch übrigens, finde ich, dass ich dafür einfach ein Lied spielen muss. Irgendwie. Weil das hätte man ja auch irgendwie durch Schlagen einfach machen können. Das wäre irgendwie angenehmer. Keine Ahnung. Die Fackeln sind auch auffällig. Okay, einmal noch. Wartet. So. Ja, mittlerweile kann ich es ultra schnell. Na gut. Mann, das ist aber echt kacke. Warum gibt es denn hier so viele Wege, die man entlanglaufen kann, mit Felsen markiert sogar, bei denen dann nichts ist? Das kann nicht sein. Dann ist es später halt so. Aber irgendwas ist da. Da wette ich. Würde ich wirklich alles verwetten, was ich habe. dass da irgendwas ist. Aber gut. Und Kargon, was ist los?
Ich möchte diesem Lokführer etwas geben und dafür brauche ich deine Hilfe. Kein Problem, Cargoon. Okay. Okay. Ach, wir kriegen ein neues Zugteil. Das ist ja lustig. Wo wir dann Dinge transportieren können. Zack. Dum-dum! Bring uns mit Hilfe dieses Güterwagens etwas, das die Lava abkühlen kann. Frag mal die Händler in den verschiedenen Dörfern. Aha, okay. Genau, okay, jetzt kann ich Sachen transportieren. Also spontan fällt mir nichts ein. Etwas Kaltes. Ich kann mir denken, was er meinte. Also ich weiß nichts Konkretes zumindest. Mir ist noch nie aufgefallen, dass irgendein Händler einen Eisblock verkauft oder irgendwie so. Aber ich meine, es ist natürlich naheliegend, dass ich im Schneegebiet halt suchen muss. Das ist sogar sehr naheliegend. Deswegen probiere ich das mal. Aber wo soll ich jetzt? Also da hingehen. Der einzige Händler, der da war, war wahrscheinlich im Anuki-Dorf, oder? Ich glaube, sonst haben wir, glaube ich, nie irgendwo einen anderen Händler gesehen. Ich meine Terry, aber der zählt nicht, weil der ist ja überall. Mir fällt zumindest sonst kein anderer Händler ein. Nee. Aber ich muss mal gleich gucken. Ich schneide mal nochmal. Und mal gucken, ob ich dann da irgendwas finden kann. Ah, wir können mal kurz sehen, jetzt hier hinten, genau. Jetzt haben wir auch einen Güterwagen. Und können da auch Dinge durch die Gegend transportieren. Okay. Aber ich meine, Wasser kann es ja nicht sein. Vielleicht ein Wasserbehälter. Oder einfach ein großer Eisblock oder so. Und den werfen wir dann da drauf. Keine Ahnung. Schauen wir einfach mal. So, ich bin mir nur gar nicht mehr ganz sicher. Hi erstmal. Kein Bauholz. Und dann bräuchte ich ja auch noch einen Handwerker. Aber du kannst mir doch sicher helfen, oder? Hä, was? Ja, ich würde dir gerne helfen. Was ist denn... Okay, dann halt doch nicht. Was darf's denn sein? Eis! Was das Eis angeht, in einem kalten Land wie hier ist Eis nicht ungewöhnlich. Deswegen verkaufen wir das Eis jetzt. Ah, okay. Du findest den Verkäufer hier. Okay. Sprich ihn einfach an. Umsonst das Eis aber nicht. Ich hoffe, ich kann mir das noch leisten. War ich da links oben eigentlich jetzt schon mal? Hier bei dem Wasser? Warte mal, weil da ist noch eine Insel da oben. Oder halt nicht eine Insel, aber... Ah, da komme ich jetzt nämlich hin. Ich verstehe. Moment. Zack. Yay. So, hoffentlich ein bisschen Geld. Ich werde da gleich ein bisschen was brauchen. Ah, tatsächlich. Nice. 100 Rubine. Gut. Okay, ja. Ah, sehr gut. Du hast einen Personenwagen. Wirklich sehr gut. Wie wär's? Bringst du mich wohin, wo ich Eis finde? Oder einem anderen Ort mit viel Wasser? Ein Ort, also Wasser hat er jetzt noch gesagt. Am Anfang hat er gesagt, er will einen Ort, wo viel Eis ist. Schau dich mal um! ja, das ist wieder so eine Fahrquest. Ich muss den zum Meer bringen. Das ist halt richtig kacke. Das ist ja komplett am Arsch der Welt. Nee, ich glaube, diese. Da habt ihr mir auch schon geschrieben, es gibt mehrere von diesen Quests. Mit Malius zwar die erste. Und ich muss halt mehrmals Personen von A nach B bringen eben. Und ich glaube, ich werde das erst gegen Ende eher machen, wenn ich auch alle Portale habe. Weil Portale darf ich ja benutzen und es geht halt dann sehr viel schneller, als wenn ich jetzt aktuell erst so wenige habe. Ja. Ich verkaufe ja eigentlich eine Anuki-Spezialität, unser berühmtes Eis. Aber so ein widerlicher Eisschleim hat sich hier herumgetrieben. Ach, muss ich das sogar machen, oder wie? Und jetzt ist das Wasser verschmutzt. Wenn ich dieses Wasser für mein Eis verwende, gehe ich pleite. Bring mich an einen anderen Ort, an dem es noch Eis gibt. Nein. Verflixt! Ich will erstmal hier reingehen. Kann ich jetzt nicht das einfach doch kaufen? Nee, Andi ist ja falsch sogar. Er ist schon der gemeint. Ja, okay. Ach Gott, ernsthaft? Ja, ich weiß nicht, was er jetzt meint. Er hat jetzt drei verschiedene Sachen gesagt. Eis, frischer Quell oder viel Wasser. Was meinst du jetzt überhaupt? Danke, das ist sehr nett. Ich steige schon mal ein und warte auf dich. Und, weggeschoben auch noch, da sind jetzt einige sehr komische Sachen passiert. Was hast du eigentlich für ein Problem? Das hört sich so an, als müsste ich bei ihm auch irgendwie
jemanden durch die Gegend fahren. Also er will ja einen Handwerker, das hört sich nach Malios an. Aber ich weiß nicht, ob ich Malios hier hinbringen kann. Oder soll. Was ist das B eigentlich? Ach stimmt, Moment, B. B, 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 B. Ich habe mir ein B markiert. Ja, wenn ich jetzt schon hier bin, dann kann ich das kurz machen. Weil das habe ich, glaube ich, noch nicht nachgeholt, ne? Sonst hätte ich das B weggemacht. Ja, genau. So, B. Wie, bumm. Zack. So. Mal gucken, was da ist. Na komm. Bumm. Oh Gott, ein Eisschieberätsel. Okay. I see. So, lass mich nachdenken. Da muss er hin. Oh Gott. Okay, dahin wäre gut. Also, okay, ist ja voll einfach eigentlich, oder? Ich glaube, es ist voll einfach. Ich dachte jetzt, ich müsste die Kiste auch nach oben irgendwie bringen, weil oben gibt es ja auch nochmal so ein paar Platten. Und ich dachte, das wäre ein riesengroßes Rätsel mit Milliarden Zügen. Aber es ist, glaube ich, doch ziemlich einfach. Achso, nee, es passt ja nicht, bin ich dumm. Okay, sorry. nee, stimmt, da muss ich ihn ja hinbringen. Okay, sorry, ich habe gerade nicht nachgedacht. Ah, vielleicht stimmt das doch. Doch, stimmt doch, was ich getan habe, okay. Das wollte ich eigentlich. Ich dachte irgendwie, dass ich jetzt von hier aus die Kiste schon an ihren richtigen Ort bringen kann. Also hierhin muss sie ja, wo ich jetzt stehe. Ich dachte, es wird von hier aus schon gehen. Geht's natürlich nicht. Aber es war trotzdem richtig. auch wenn ich das gar nicht wollte. Häufig ist es aber bei so Eisschieberätseln auch so, dass wenn man einfach mal so ein paar Züge macht, die halbwegs klug aussehen und man neue Formationen quasi bekommt, dass es dann eigentlich immer eine ganz gute Idee ist und dass es dann irgendwann auch machbar ist und dass man es schafft, obwohl man es vielleicht gar nicht wollte, das passiert da häufiger mal. So, jetzt haben wir es aber wirklich gleich. Nach links und nach oben. Gut. So, dann gucken wir mal, was wir da kriegen. Zack, zack, zack. Und? 200 Rubine. Nice. Okay, das war es auf jeden Fall wert. Und mehr ist hier nicht mehr ansonsten. Gut. Dann kurz rausgehen. Dann, Moment, das B will ich schnell wegmachen. So. Okay, gut. Aber hat sich schon mal rein von den Rubinen her gelohnt, dass wir hier hingegangen sind. Aber ich meine, ich muss ja eh hier hin. Aber muss ich jetzt, wo muss ich jetzt den Typen hinbringen, ist jetzt halt die Frage. Stimmt, gibt er mir den Zielort an? War das bei Malios auch so? Weiß ich gerade nicht mehr. Dann wäre es nicht so schlimm. Aber wenn ich jetzt nicht mal weiß, wo ich hin muss und ich muss auch noch die ganzen Regeln dabei achten, dass ich nicht immer zu schnell fahren darf und den ganzen Käse, das wäre ziemlich anstrengend. Ja, ich weiß nicht genau, wo ich den hinbringen muss. Viel Eis will er oder frischer Quell oder viel Wasser. Toll. Was ist eigentlich hier nochmal? Schneeschrein. Ist da nicht auch viel Wasser gewesen? Weiß ich nicht mehr gerade. Ja, ich glaube, ich muss ihn zum Meeresgebiet halt hinbringen, weil da ist viel Wasser. Aber ich weiß nicht so richtig. Passt das irgendwie auch nicht. Das ist echt richtig doof, dass ich nicht mal den Zielort jetzt kenne. Warte mal kurz. Ich muss nochmal. Aber der ist jetzt schon eingestiegen, ne? Ich kann mit dem, glaube ich, nicht mehr reden. Oder? Nee. Ja, das ist ein bisschen doof, weil jetzt muss ich hier halt ewig lang in der Welt herumcruisen. Frischer Quell, viel Eis oder viel Wasser. Das sind echt richtig tolle Tipps. Ich meine, hier beim Schneeschrein, das sieht so aus, als wäre der von Wasser umgeben. Aber ich glaube, das ist eher Eis einfach, oder? Aber er will ja auch zu viel Eis hin. Ich probiere das mal. Weil das ist halt viel näher dran. Und ich hatte jetzt nicht so ganz viel Bock, da durch die halbe Welt zu fahren. Warte mal nochmal kurz. Fällt mir irgendein anderer Ort ein. Ich meine, hier ist überall Wasser. Ich weiß nicht, was... Der hätte sich halt schon ein bisschen genauer ausdrücken können. Für meinen Geschmack. Nee, es ist schon Wasser, Eis drumherum, wo ich jetzt hinfahre. Weil hier sieht es nochmal deutlich anders aus, beim Wasserschrein. Da ist halt wirklich viel Wasser gewesen. Bin mir nicht sicher, ob wir wirklich so eine richtige Quelle irgendwo gefunden haben. Ach Mann, ey, ist das ein Scheiß.
Ich meine, so wäre es sogar eigentlich schneller, wenn ich zum Turm der Götter fahre und dann von. Ich weiß gar nicht, ob ich das darf, zum Turm der Götter zu fahren, wenn ich eine Person irgendwo hinbringe. Ah, falsch übrigens. Nein, andersrum. Scheiße, ich Idiot. Ah, ja, das war natürlich jetzt auch schlecht. Ja, sorry, ich musste zurückfahren. Mann, ey. So. Ja, ja, chill. Ich muss den gleich wieder glücklich machen. Aber ich werde mal trotzdem schneiden. Ich werde das nicht komplett drin lassen. Also, diese Quests finde ich echt, finde ich echt nicht so spaßig, weil das dauert halt Ewigkeiten einfach, da die Personen von A nach B zu bringen. Und da gibt es Spaßigeres. Aber okay. Gleich werden wir uns wiedersehen, wenn ich dann hoffentlich den richtigen Ort gefunden habe. Der Ort heißt Eisquell. Hm. Hä, das ist doch. Das ist doch der Ort, wo der Zugverrückte ist, oder nicht? Das ist ein auffälliger Name. Ich fahr da mal hin. Das ist halt echt kacke. Ich habe halt einfach keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss. Das ist auch naheliegender irgendwie, weil das halt hier in der Nähe ist. Haha. Das wäre auch ein bisschen fies, wenn ich den wirklich zum Meer hinfahren müsste. Und ich meine, bei der Meeresküste ist viel Wasser. Aber wo genau soll ich ihn denn dann hinbringen? Nach Papuzia oder zum Meeresschrein oder wo? Das ist halt kacke. Ja, hupen auch noch jetzt. Ich habe gerade ein bisschen... Was ist das eigentlich für ein Vollidiot? Der will, dass ich da hup an der einen Stelle, obwohl ich gerade angegriffen werde. Das ist auch wieder wütend. Toll. So eine Scheiße, Mann. Ich hoffe, dass das jetzt stimmt mit Eisquell. Das macht schon mehr Sinn. Es macht aber keinen Sinn, dass es eigentlich einfach der blöde Ort von dem Zugverrückten ist, oder nicht? Ich glaube schon. Der war doch da. Ja, das ist halt echt kacke, wenn man nicht mal weiß, wo man hin soll. Und da muss man die Typen hier durch die halbe Weltgeschichte fahren. Also ich hoffe, dass es nicht zu viele von diesen Quests gibt, weil die finde ich jetzt bisher nicht so ganz spaßig. Jetzt kommt der Bombenzug auch noch von hinten und ich muss einfach langsam fahren. Das kann nicht wahr sein. Ja, Schneemänner auch noch. Geht doch nicht, okay. Oder nee, doch. Ja, komm! Was? Von wo kam der eigentlich? Hilfe! Warum sind da so viele jetzt? Was ist denn das für ein Scheiß? Gib mir Herzen. Wenn ich jetzt noch sterbe. Oder verkacke, ich raste aus. Ich muss jetzt richtig anhalten. Ich darf es nicht verkacken. Mach jetzt schon mal. Oh, das ist ja wunderschön. Bisschen vielleicht zurück. Okay. Boah, Mann, ey. Sieh einmal, dort scheint es gutes Eis zu geben. Okay, stimmt wenigstens. Ich habe mir sogar noch da eine Markierung gemacht. Ah, weil ich jetzt nämlich da mich entlang schwingen kann. Okay. Und ja, da ist tatsächlich eine große Quelle. Keine Ahnung, es gibt so viele Stellen, wo Wasser ist. Und auch viele Stellen, wo Eis ist. Also der hätte sich schon ein bisschen genauer ausdrücken können, der Vollidiot da. Naja, ich habe es jetzt wenigstens noch recht schnell gefunden. Aber ich werde bestimmt in Zukunft mal wirklich die ganze Welt abfahren müssen, um das teilweise zu finden. Da habe ich ja schon Lust drauf. Also ich hoffe echt, dass das... dass es nicht so viele Leute gibt, die ich irgendwo hinfahren muss. Weil da gibt es Spaßigeres, finde ich. Aber gut. So, ich gehe erstmal hier entlang. Ah, Stempel ist da noch. Okay. Okay, da komme ich sogar gleich hin direkt. Oder habe ich mir den Stempel schon geholt? Habe ich vielleicht sogar. Erstmal Geld aber. Nee, habe ich aber eigentlich nicht, weil ich war ja hier, bevor ich den Dungeon gemacht habe mit dem Bumerang. Also ich glaube, ich war da noch nicht, ne? Ja, nochmal zurück, so. Okay, ich hoffe, das passt. Oh Gott. Nee. Okay. Jetzt habe ich sogar 10 Stempel, glaube ich, ne? Jetzt könnte ich sogar zurückkehren zu Nico. Werde ich dann relativ bald machen. So. Warte, ist es wirklich ein neuer? Ja, genau, jetzt habe ich 10. Ja, okay, sehr gut. So, dankeschön. Schnell noch zurück. Ja, oder auch nicht. Komm, Link. Bevor es einbricht. Okay. So, jetzt hat er hier viel Wasser und Eis oder so. Oh, hier scheint es ja wirklich vorzügliches Eis zu geben. Hier bleibe ich und mache meinen Laden auf. Danke für deine Hilfe. So, Forstestal gibt es auch wieder. Das ist ganz cool wenigstens. Der ist übrigens in deinem Gesicht drin. Tut es nicht ein bisschen weh? dass wir dadurch jetzt wieder neue Orte freischalten. Und zwar... da unten. Okay, ist sogar eine Verbindung nach unten. Das sollte ich mir gleich wieder einzeichnen. Sag mal, könntest du mich jetzt etwas allein lassen? Geschäftsgeheimnis und so. Und du weißt schon. Ja, werde ich gleich tun.
Ja, falsch. Aber das muss ich in Zukunft wirklich häufiger machen. Das ist mir, habe ich da eben bemerkt. Also wo ich, ich bin schon zum Turm der Götter gefahren. Das geht, man kann vom Turm der Götter aus woanders hinfahren mit Leuten, mit Passagieren. Das wollte ich anzeigen, genau. Und dann habe ich halt gemerkt, dann wusste ich halt nicht, wo soll ich jetzt da hin. Und dann habe ich gemerkt, dass ich mir die Namen anschauen kann, wenn ich da drüber fahre, wenn ich da eine Route hinmache. Und ich wusste halt nicht, ob ich jetzt zum Meeresschrein und nach Papuzia will oder so. Und deswegen habe ich mir halt überlegt, dass ich nochmal vielleicht zurückfahren sollte und gucken sollte, was die Orte für Namen haben. Und das war dann sehr zutreffend, weil Eisquell ist dann doch relativ eindeutig. Aber ja, ist dennoch ziemlich fies, finde ich. So, hat das ausgereicht? Ja, sieht gut aus. Hehe, du bist also jetzt, hast also jetzt einen Güterwagen. Ich habe hier eine Spezialität des Schneetals, Eisbrocken. Jetzt zum Einführungspreis von nur 25 Rubinen. Okay, das kann ich bezahlen. Billiger. Hm, was war das? Hast du was gesagt? Billiger. Alles klar, für dich mache ich einen Sonderpreis. Was hältst du von sagenhaften 25 Rubinen? Hey! Wie, das ist kein Sonderpreis? Du machst mich arm. Was sagst du denn zu 10 Rubinen? Jetzt ist natürlich, ich bin da leider neugierig. Da sollte man wahrscheinlich eigentlich zuschlagen. Aber ich will nochmal teuer sagen, das ist witziger. Unmöglich, und wenn du der Chef wärst. 10 Rubine, fertig. Nee, kein Bock. Puh, du bist ganz schön knausrig. Also gut, diesmal kriegst du das Eis für lau. Es war doch richtig gut. Ich habe schon deinen Güterwagen laden lassen. Das ist ein Service. Und jetzt muss ich das auch noch transportieren. Oh nee. Auf zwei Dinge musst du bei diesem Qualitätsprodukt achten. Erstens verlierst du Güter, wenn dein Zug Schaden nimmt. Zweitens hast du jetzt Eis geladen, das schmilzt natürlich. An kalten Orten wie hier ist es kein Problem. Aber anderswo schmilzt es dir einfach weg. Achte auf die Anzeige oben und beeile dich, an deinen Zielort zu kommen. Oh, warum muss denn alles so aufwendig sein? Ja. Reicht es denn, wenn ich zumindest einen Eisbrocken hinbringe? Und habe ich was davon, wenn ich mehr Eisbrocken zurückbringe? Das sind jetzt alles so Fragen, wo ich die Antwort nicht kenne. Da ist sogar der Bombenzug im Weg. Ja, ich muss dann langsamer fahren ein bisschen. Hier kann ich ja auch langsamer fahren. Hier schmilzt mir das Eis ja nicht weg. Weil ich glaube, die fahren ja immer dieselbe Route, die Bombenzüge. Und ich glaube, dass der wirklich immer exakt dieselbe Route fährt. Und der fährt immer außenrum. Also er wird dann nicht in meine Richtung abbiegen, glaube ich. Wenn doch, dann habe ich ein Problem. Aber wird schon passen. So, auch keinen Schaden nehmen. Doch, er biegt in meine Richtung ab. Ernsthaft? Das hat er noch nie gemacht davor. Was soll denn das? Ach, der haut sogar ab. Oder wie? Nee, er versucht auf meine Hinterseite zu kommen. Ui. Weil ich ja jetzt auch rückwärts fahre. Das ist dumm. Okay, aber dann werde ich ihn austricksen. So. Links rum. Ja, ja. Und stoppen. Ist er noch? Stoppen. Na, ein bisschen zurück. Okay. Nein, nicht nach linke, hör doch auf. Aber er biegt eh anders ab. Also ich bin hier sicher. So, ciao. Okay. Mann, ey. Ah, die Bombenzüge sind schon auch ein bisschen nervig. Irgendwie ist er jetzt andersrum. Naja, so rum passt. Okay, gut. So, jetzt habe ich da wenigstens meine Ruhe. Und das werde ich jetzt auch nicht schneiden, weil das ist ja auch herausfordernd. Und eine neue Herausforderung. Personen zu transportieren kennen wir ja schon. Das werde ich in Zukunft auch immer rausschneiden. Das ist ja jetzt auch nicht so spannend. Halt Gegner besiegen, hier hupen und bei den Langsamschildern halt langsam fahren. Gibt's Spannenderes. Aber das ist ja jetzt das erste... Nein! Ja, komm! 9 hat er mir jetzt schon geklaut. What? Ich habe den nicht mal gesehen so richtig. Was zum Teufel, Mann? So eine Scheiße, hey. Also dieses blöde Zugfahren, hey. Das triggert mich schon immer ein bisschen. Muss ich sagen. Und das war jetzt noch der leichte Teil. Jetzt gleich kommt ja das Feuergebiet, wo ich dauerhaft Eis wahrscheinlich verliere. Und ich werde wahrscheinlich auch aufpassen müssen. Es kam ja häufiger vor, dass solche Feuerfelsen nicht auf den Schienen gelandet sind, sondern neben mir, was komplett egal war, könnte man denken. Aber jetzt ist es nicht egal, weil wenn das in der Nähe ist, dann wird bestimmt mein Eis noch mehr schmelzen. Da ist jetzt auch ein Bombenzug übrigens. Sehe ich gerade. Ich fahre gerade direkt auf einen zu. Aber der steht still. Der fährt nicht. Ich habe sogar jetzt schon einen verloren. Das wird sich doch nicht ändern, oder? Oder fährt er jetzt plötzlich los? Das wäre komplette Verarsche. Doch. Was? Ist das eine Scheiße?
ist so ein Quatsch. Ich könnte ausrasten. Ach nee, der... Ah, der kann sogar umkehren, einfach so. Fuck. Also, der visiert mich nicht an. Oder doch jetzt plötzlich. Ja, jetzt schon. Toll. Ihr habt mir mal gesagt, dass die Bomben zu... Also die hier, nicht die anderen. Es gibt ja noch die, die ein bisschen anders aussehen. Ich kann zum Umkehren zwingen. Hä, was sind das alles Komisches? Hä, was muss ich, was mache ich jetzt eigentlich gegen den? Was sind das für ein Scheiß jetzt wieder? Ihr habt mir eigentlich mal geschrieben, dachte ich, dass die nicht, dass die immer eine dieselbe Route entlang fahren und nicht mit mir nachfahren. Aber anscheinend ja doch. Ja, was soll denn das eigentlich jetzt? Ich habe halt auch keine Zeit mehr, mein Eis schmilzt ja immer weiter weg. Okay, warte mal, noch eine Planänderung. Ich will ihn anlocken und an mir vorbeifahren lassen. Okay, um. Okay, jetzt schnell. Schaffe ich das jetzt? Wahrscheinlich nicht. Weil vor allem ich fahre rückwärts, der ist schon deutlich schneller als ich. Nee, er kehrt von selber um. Das passt schon. Er kehrt von selber um. Ja, hä? Ach so, ich muss außen rumfahren. Jetzt check ich's. What? Was ist das denn für ein Müll? Jetzt schaffe ich's nicht. Keine Chance. Alter, diese Zugquests, die machen mich fertig. Das finde ich aber auch doof, weil der Bombenzug da verhält sich anders, als wir das bisher gelernt haben. Eigentlich ist das Spiel, habe ich ja schon oft erwähnt, designmäßig wunderschön und bringt einem Dinge bei, die dann auch infolgedessen immer weiter so gelten. Aber hier hat man halt zuvor etwas beigebracht bekommen, mit den Bombenzügen, wie die sich verhalten. Aber bei denen wird es über den Haufen geworfen, weil sich der plötzlich anders verhält. Man hätte den dann komplett anders aussehen lassen sollen, diesen Zug, finde ich. Aber nicht einfach nochmal den bereits bekannten Bombenzug hinmachen. Weil von dem wissen wir ja schon, wie er sich verhält. Und der verhält sich aber anders und das finde ich doof. Weil dadurch muss ich jetzt nämlich dann nochmal neu anfangen. Weil wenn der anders ausgesehen hätte, hätte ich schon früher bemerkt, dass er mich anvisiert und dass ich nicht an ihm vorbeikomme und dass ich außenrum fahren muss. Aber so habe ich jetzt durch diesen Fakt verkackt. Das ist echt scheiße, irgendwie. Ja, wir können auch mal testen, was da jetzt passiert. Werde ich wenigstens zurückgeschickt oder muss ich sogar auch noch selber zurückfahren zum Eistypen? Das wäre natürlich jetzt nochmal die Höhe, aber ich kann es mir vorstellen. Oh Gott. Ja. Okay, ich kann wenigstens zurückgehen. Och, ist das dumm. So, jetzt schneide ich aber... Na, jetzt verlangt der 100 Rubine, der Arsch! Teuer. Ah, na gut, weil du es bist. 50 Rubine. Nein, gib's mir wieder gratis. Du Arsch. Du verdammter... Halt die Fresse. So, dann hole ich euch mal hier wieder dazu. Bei der Stelle ungefähr ist mir ja auch gerade dann das Eis ausgegangen. Also diesmal werde ich es locker schaffen, wenn ich jetzt nicht abkratze durch einen Bombenzug. Was durchaus passieren kann, ehrlich gesagt. Aber normalerweise dürfte es jetzt klappen. Rein von der Zeit her. Es wird sogar ein bisschen eng mit dem einen da vorne wieder. Ich hab's noch nicht ganz geschafft, auf jeden Fall. Der könnte mir auch nachfahren, vor allem. Weil der biegt ja rechts ab, biegt er danach dann links ab und der eine ist auch noch da. Der biegt sogar auch in meine Richtung ab. Jetzt habe ich... Ja, das war jetzt relativ dumm von mir, das muss ich zugeben. Weg. Das ist ein Scheiß. Wenn jetzt Gegner auch noch kommen, bin ich halt komplett am Arsch. Okay. Jetzt habe ich erst... Okay, gleich wieder... Nein, genau deswegen nämlich.
diesen Turm auch noch. Okay, weil er wird gleich abbiegen. Hier jetzt. Also jetzt bin ich safe. Genau, die fahren wir eben nicht nach. Wie gesagt, das finde ich echt nicht gut. Leider. Das ist Game Design mäßig nicht schön. So, 6 kommt jetzt, glaube ich. Ja. Okay. So. Und dann sind wir gleich da. Also wenn man weiß, wie es geht, dann ist es nicht so schlimm. Aber, ne? Na gut. Da haben wir auf jeden Fall das geschafft und können dann gleich endlich das Geronendorf. Das war erstmal falsch. Fantastisch. Das Geronendorf erkunden. Ja, ich wollte eigentlich nicht rückwärts reinfahren. Geht es überhaupt? Wehe, wenn das jetzt nicht geht. Aus irgendwelchen Gründen. Ja, doch, das muss, wird schon gehen. Oh Gott. So. Nein. Komm jetzt. Halt an. Reicht das? Okay. Puh. Puh, endlich angekommen, dass ich mal an solch einen Ort kommen muss. Dies ist wirklich kein Ort für eine Prinzessin wie mich. Dein Part, Link. Suche Kagoron und erzähle ihm vom Eis, ja? Okay. Ist er wieder beim Altar zurück, oder wie? Etwas Kaltes? So etwas habe ich hier noch nie gesehen. Schmilzt es immer noch eigentlich? Okay, da ist er aber. Na, ich hab's. Gut gemacht. Damit kommen wir hinüber ins Dorf. Auf geht's, kommt alle her. Okay. Das ging schnell. Okay, schade, haben sie sich die Animation gespart. Na gut. Danke, jetzt kannst du mit dem Dorfältesten reden. Er lebt am höchsten Punkt des Dorfes. Ich sehe aber übrigens ein gewisses Problem. Hab ich jetzt noch Eis übrig? Ne, wir haben alles aufgebraucht. Weil schaut mal rechts oben auf die Karte. Darf ich mir nochmal Eis holen oder wie? Okay, aber jetzt würde ich erstmal sagen, was ist hier für diesen Part von Let's Play The Legend of Zelda Spirit Tracks. Beim nächsten Mal wird es dann hier im Geronendorf noch weitergehen. Das können wir dann wirklich so richtig erkunden. Mal gucken, was hier noch für alles für Geronen leben und was ich hier noch machen muss. Und wie wir dann zum Feuerschrein kommen. Und ob ich da das Lied vielleicht im First Try gleich schaffen werde, glaube ich nicht. Aber mal gucken. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal.